So, kann man da Zuckerrohr reinsetzen? Nein, kann man nicht. Wieso willst du dir Zuckerrohr in Blumentöpfe machen? Kann auch keine Karotten reinsetzen. Rohes Hühnchen kann man auch nicht reinsetzen. Wieso willst du rohes Hühnchen in Blumentöpfen? Keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Eichenlaub kann man auch nicht reinsetzen, soweit ich weiß. Hätte aber übel Style. So Okay, Eichenlaubblumentöpfe. jetzt passt das Ganze. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt reicht's. Jetzt baue ich hier diese dämliche Jetzt Kuhfarm. könnte man glatt meinen, Bitte. es hätte ich jetzt wirklich Da setze gesagt. ich dann sechs Kühe rein, Das damit hat ich nämlich unfreiwillig drei gerade Babys gepasst. züchten Naja. kann. Entschuldigung. Wie gesagt, war ein langer Tag heute. Und was findet man dabei? Wie immer Eisen. Ah, ich dachte schon, Diamanten. Dachte ich auch. Klar doch. Auf Ebene 39 finde ich natürlich Dias. Dann könntest du tatsächlich sagen, ich cheate. Ja, wäre es tatsächlich etwas. Aber auch nur etwas. Oh, Fail, hier ist ja der Eingang. Nö, Leitern braucht kein Mensch, sind voll overpowered, useless. Overpowered. Genau. Also ich glaube, Nein. Null, nein, 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 nein. Tierspitzhacken und Diamanten kannst du auch alle abgeben, die braucht auch kein Mensch. Werden auch voll überschätzt. Ja, ich nehme die gerne. Gib keine dem Philipp, der braucht die auch nicht. Nö, Gib sie am das besten den brauche ich. Zombies. Die können Genau. damit noch am meisten anfangen. Stimmt. Hast du nicht schon mal einen von diesen geilen Zombies mit einer Rüstung gesehen? Also mit einer fast kompletten oder Ja, ich kompletten habe letztens mal Rüstung? eine Diamantenrüstung an einen verloren und sie mir danach wiedergeholt. Du, das dauert fei lang, die runterzukloppen. Okay. Ach so, die ziehen das Zeug quasi an, wenn Ja. sie dich killen, oder? Ja, die ziehen es an, schlagen dann auch mit deinem Ist Dia-Schwert mir zu. auch Das schon ist passiert. saugeil. Oh. Ja. Kann ich mir vorstellen. Mach das mal. Wirf einfach mal einem Zombie Da hatte nämlich dein dann Schwert vor die ein Füße. Skelett mal mein Der freut sich Eisenschwert an. darüber. Oder so. Oder irgendwie zieh ihm eine rosa Lederrüstung an. Stimmt, ich wollte mir eine Lederrüstung machen. Brauche ich aber auch erst Leder. Ja, Ich ja. gehe jetzt dann erstmal Leder suchen. Viel Glück, das dauert ewig, bis du das hast. Das wird sich zeigen. Ich persönlich bin ja gerade eher dabei, hier. Oh, guck mal, nochmal Eisen Ich gefunden. sag's euch, Creeper Schön. nerven. Behindert. Kühe brauchen aber kein Gras, ne? Nein. Das heißt, die kann ich hier auch einfach auf dem scheiß Steinboden wachsen lassen. Aha. Warum sind Kühe nicht wie Hühnchen, Eier gegen die Wand schmeißen und dann hast du welche? Weil. Weil wegen Baum. Genau. Vor allem legen sie keine Eier, du Schlaukopf. Naja, egal. So, jetzt alles, was ich jetzt noch brauche, ist so ein schönes Zauntor, damit die Kühe hier auch ja nicht entkommen. Ich liebe Matmos-Sounds. Ich finde es auch erstaunlich. Ich bewege mich hier permanent auf 8 Meter Tiefe und habe noch keine einzige Lavapfütze gefunden. Ich Also finde die einige Vorräte, immer die wieder, bringen uns also auf nein, jeden nicht Fall immer was, wieder, das sondern sage ich ich habe euch. halt mal Vor allem für die zukünftigen meine Aufwachen. Befunden. Bei der einen ist es dann aber auch geblieben. Ich drücke jetzt mal X und mache X-Ray-Mod an und sammle alle Diamanten, die bei dir in der Nähe sind, schnell, ja? Gut, okay, es dauert nicht mehr lange. Dann Weil ich haben wir vor es allem geschafft. X-Ray gerade Zumindest für installiert diese habe. Session. Für das erste Aufnahmevideo. Naja, egal. So, jetzt.
Ja, ich weiß, ich höre auf zu stänkern hier. Ist er meine Schuld? So, dann, wo haben wir es denn? Erschaffe Wolf wollte ich machen. Hier, erschaffe Wieso Wolf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Survivial ist keine gültige Zahl. Hätte ich jetzt nicht Oh nee, gewusst. ich habe hier gerade kein Getreide dabei. Tut mir leid, Kühe, ich bin gleich wieder da. Ich bräuchte irgendwie ein Schwert Ich mit will Booting. aufnehmen. Ah, egal. Was wollte ich jetzt holen? Genau, Getreide. Du 15. wolltest dir übrigens noch einen Waypoint setzen. Oh, danke, danke. Gut, dass du mich erinnerst. V ging Der es, Kerl nein. ist C ging wirklich es, genau. vergesslich, fällt mir auf. Farbe, bitte. So ein tiefes Pink. Oh mein Gott. Stefan, magst du mir die 10 € geben? Schade. Ich weiß, danke. Ding, ding. Kühe bumst mal schön. Die Kühe Das sind ist am keine Wummern. angenehme, Ja. keine Diana, wie angemessene geht's dir? Ausdrucksweise für ein Let's Play. Hast du die 10 € schon gezahlt? Ich sag's euch, ich hasse Creeper. Es ist doch immer wieder schön. Ja, Nervige ne? Viecher. Vor allem ist es sehr schön, wie die Kühe einfach alle immer versuchen, hier rauszukommen. Blöde Scheißviecher, Alter. Die schrecke ich jetzt hier mit Fackel ab. Haha. Jetzt habe ich 4 neues Leder. Das heißt, 4 Bücher kann ich machen. Das reicht genau für ein Bücherregal. Bam! Wie man Geil. sich über ein einzelnes Bücherregal freuen kann, meine Herren. Allerdings brauche ich mindestens 9 Bücherregale. Zuckerrohr ist noch nicht gewachsen. Apropos, ich wollte ausprobieren, wie Zuckerrohr sich mit Knochenmehl verhält. Funktioniert nicht. Dann kann ich das 15 Knochenmehl eigentlich runterbringen. So. Nee. Ich gehe jetzt auch mal Kühe suchen. Ja, wie gesagt, viel Erfolg. Das wird seine Zeit dauern. Ich hoffe mal, bei uns dauert es nicht so lange, wenn ich das vorhabe. Oh, da steht ein Creeper auf meinem Haus. Ich dachte schon eine Kuh. Nein, das wäre irgendwie witzig gewesen. Ich frage Hey, ich mich, komme warum hier das runter. Wasser durch den Sand Put, läuft. put, 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 put. Komisch. Braver Creeper. Oh Mist. Bam, ich habe Karotten ohne Ende. Das Skelett hat den Creeper erschossen. Na, gab's eine CD, Ja, eine Schallplatte? natürlich. Geil, welche? Ich schaue gleich. Moment. Far. Die ist scheiße, glaube ich. Oh. Harter Lag. Spiel. Ah. Es war so lieb Quentin, der aufzuhören, einen Minecraft-Flüsterer. aufzunehmen. Krass, und die Kartoffeln sind was gewachsen. Da sieht man mal wieder, was so ein einziger Ausflug, nur um Kühe zu suchen, für die ganzen Felder Alles. bedeutet. Aber auch nur, so, weil wir in der Nähe waren gerade. Sonst Du hätte es darfst gar jetzt nichts gerne 5 gebracht. Kartoffeln haben. Oh ja. Beziehungsweise, ich gebe dir nicht 5, ich gebe dir 2, nee, 3. Dann kann ich 2 nämlich noch backen. Weil ich wollte Mach unbedingt mal das. so eine Ofenkartoffel probieren. Ja. Sollen ja angeblich sau lecker schmecken. Irgendwie bist du in Skype gerade sehr seltsam. Wieso? Hörst dich sehr seltsam an.
Interessante Sache. Ihr seid normal. Kann ich euch bitte. Okay. Ein Zombie! Mal nur kurz. Den ich faul. Naja, wurscht. Ach, Keule. Geh mir natürlich in mein Feld rein. Ich leg sie wieder in deine obere Kiste. Naja, gut. Jo. Ja. Bitte. Das hat awesome. Sich Quentin gerade so angehört, als würden die eher aufs Klo müssen, ganz ehrlich. Nein, Schafe brauche ich jetzt keine. Brauchen wir Wolle? Nee, ich habe eigentlich einige Wolle. Außerdem habe ich hier doch ein Schaf vorm Haus. Eine gebackene Kartoffel. Oh, die schmeckt geil. Ich sag euch, gebackene Kartoffel heilt echt gut. Drei. Drei. Ah, oh, das ist gut. Sind relativ easy herzustellen, heilen relativ viel. Ja. Super, jetzt hab ich vergessen, mir einen Waypoint zu setzen. Ich erinnere dich dran, wenn ich dran denke. Aber du weißt ja, wie es mit meinem Erinnern ist. Aber ich habe Kohle gefunden. Erfreulich. Ich auch. Hatte ich auch auf dem Weg. In welche Richtung bist du gegangen? In Richtung Stefan? Nein, ich bin nach Osten gelaufen. Also genau in die andere Richtung. Immer so am Strand mich, lang. Ja. Irgendwann triffst du dann auf den Sumpf, durch den musst du noch durch und dann dahinter findest du dann Kühe. Ich sag's euch, bin ich froh gewesen, dass ich mein Haus, dass ich mein Zeug wieder repariert gehabt hab. Ich glaube, das mit Skype und merkwürdig klingen hat, stand irgendwie in der Verbindung damit, dass mein Spiel sich aufgehängt hat. Kann das sein? Vielleicht. Vielleicht war es einfach ein komplett PC-Stand-Lag. Komplett PC-Stand-Lag, das muss ich mir merken. Wie auch immer. Ist ja vorbei. Könnte sein, ja. So. Hühnchen. Gut, 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 gut. Apropos, ich geh mal wieder zu meinen Kühen. Vielleicht verpiss dich. Verpiss dich vom Eiern. So, du und du und du und du. Und die anderen dürfen erst noch wachsen. Krass, es gibt EP, wenn du Kühe zum Vögeln bringst. Ja, aber ich glaube auch erst seit 1.4.2 oder so. Witzige Sache. Mittlerweile kriegst du echt den Scheiß. Ich glaube, das gilt für alle Viecher. Ich weiß nicht, warum die sich gerade so abgehakt haben. Keine Ahnung. Okay. Dann liegt's aber nicht an uns, dann liegt's eher an dir. Es liegt immer an dem, bei dem der alleine dasteht. Naja, nicht unbedingt. Wenn zwei Leute hören, dass einer sich komisch anhört, dann liegt das wahrscheinlich meist an ihm, aber... Zuckerrohr, jetzt wachs endlich, ich bring dich um! Ja gut, dass man Zuckerrohr so gut umbringen kann. Auf Sandwegszuckerrohr ja, eher immer Schuss. Mit der Ruhe. Als Maul. Ja, ich bin heute sozial. Ich habe heute meinen sozialen Tag. Wie bin ich dann, wenn ich einen unsozialen Tag habe? Schlecht. Muhaha. Ich glaube, das wollen wir nicht wissen. Nö. Ja, das wäre ist voll nett. Möglich. Wenn ich einen unsozialen Tag habe, bin ich total nett. Stellen wir jetzt einen so einen geilen Rahmen hin. Her. Den setze ich jetzt direkt über meine Tür und was setze ich rein? Na, Diamantspitzhacke. Gib her, ich will meine Diaspitzhacke zurück. Nee, aber was eigentlich relativ gut dann zu meinem Haus passt, ist Weizen. Naja, gut. Wie gesagt, schaut euch die anderen Aufnahmen an, da babbel ich eindeutig mehr. Naja, und viel, auch nicht viel mehr, weil ich nicht gewusst habe, was ich reden soll. Naja, egal. Das ist das Schöne an... Nicht wundern, bei ihm sieht alles leicht verkommen
kotzt aus, er hatte wieder eine lange Nacht. Ach, dich glaube ich mir. Das auch. Schließt sich ja gegenseitig nicht ganz aus, ne? Dich von der Arbeit war die Rede. Oh Gott, was mache ich denn? Craften war ich auch mal schneller. I've got a Bibliothekar-Errungenschaft. Oh mein Gott. Ja, krass, ne? Das sind immer diese Achievements, die man so oft bekommt. Nee, gar nicht mal so oft wie sonst. So, na? Maximales Level, bis jetzt immer noch nicht neues. Ach wie, oh, hoppala, warte mal. Ich sehe gerade, du musst eigentlich, piss dich. Fail. Der Raum muss etwas größer und ich habe gerade gefailed. Ja, das ist hart schlimm. Bam. Ich habe einfach improvisiert. Bin ich nicht gut. Improvisationskünstler, aber hallo. Ich finde zwar keine Kühe, aber dafür finde ich Pilze. Das ist auch gut. Diamanten, Obsidian und ein Buch. Zuckerrohr soll ich nochmal mitnehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Immer ganz, 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 ganz viel. Am besten mehr, als du findest, mitnehmen. Mehr als man findet. Schli ist irgendwie unlogisch. Naja. Ah, schön. Schönes Lied. Schöne Melodie. Ist ja kein Lied. Wo habe ich sie? Da sind Bücher. So, und nochmal das erste Bücherregal gecraftet. Ich hasse es, dass Bücherregale sich wieder in Bücher zerfleddern, wenn du sie abbaust. Ja. Irgendwie hätte ich Lust, einen Dungeon zu finden, weil da gibt es eine Bibliothek, wo du die Bücher einfach rausholen kannst. Mhm. So. Nein, das verzauber ich jetzt am besten nicht. Das wäre nämlich ziemliche Verschwendung. Nein, ich meine, da ich ja noch nicht mal alle Bücher fertig habe, kann ich noch keine Level 30 Verzauberung machen. Deswegen lohnt es sich nicht, jetzt schon eine Dia-Spitzhacke zu verzaubern. Nicht wirklich. Hier habe ich mal bei den anderen vorbeigeschaut. Man muss ja auch sehen, was die Mädels so machen, gell? Gut, dann könnte ich mich eigentlich mal ein bisschen um Einrichtung kümmern. Könnte ich, mache ich aber nicht. Keine Ahnung. Ich dachte nur, dass ich es mal machen könnte, theoretisch. Da sieht der Quentin so aus, als würde er im Boden feststecken, ganz ehrlich. Genau, das mache ich jetzt. Ich fange jetzt auch mal an, ein Lager zu bauen. Hochintelligent, ne? Dass ich damit jetzt erst anfange, vor allem. Ah, schon wieder so ein geiler Lag. Bei mir, ja, das ist so ein Standard von mir, das mache ich eigentlich immer gern. Weil, wie gesagt, es sieht nicht besonders schlecht aus und spart Platz. Was ist was? Blumentöpfe. Sehen bei mir nicht schlecht aus. Wie bei mir irgendwie alles nicht schlecht aussieht, finde ich. Wie gesagt, ich finde Ja, ich glaube nicht, dass es bei denen jetzt so große Unterschiede gibt. Mein Textschreibwerk ist ganz cool. Weißt du, wie es mich nervt, dass wenn ich irgendwas baue, dass dann immer Eisen da ist? Oder Kohle. Ja, weil damit die Wand nicht mehr so schön ist, wie sie sein könnte. Man kann ja nachjustieren. Ja, bis darauf, dass ich halt kein normalen Stein habe. Brennen, naja. Den habe ich in seltensten Fällen, wenn ich noch keine enchantete Spitzhacke habe und nicht das Ding brauche. Ich höre mich so eben wieder selbst. Meine Güte, da muss ich laut gesprochen haben. Nee,
Ich bin gerade ziemlich weit weg. Und er hat... Nein. Nö, eigentlich nicht mal. Nicht mitbekommen, er ist blöd. Ja, natürlich. Das sieht auch nur so aus. Macht dir da nichts draus. Gut. Es sieht irgendwie ganz cool aus. Ein Crafting Table im Boden, ganz ja. Hell. So, da Jutta Schweine ist... ohne Ende. Ja, ne? Schweine findet man auf dem Weg unheimlich viele. Allerdings, was du nicht findest, sind Kühe. Natürlich. So wie Zuckerrohr, da habe ich auch ewig für gebraucht. Wie ich diesen Shader liebe. Plötzlich ist es hell, dann wird es wieder dunkel, dann ist es wieder hell, dann ist es wieder hell. Ich komme nicht mehr mit. Oh Mann. Ach, nur der Shader. Alles andere funktioniert eigentlich einwandfrei. Ach echt? Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Dann ernsthaft? Ich bin ja unter der Erde. Ach so, doch, die Minimap verrät es mir. Aha, cool. Darauf achte ich nicht. Ich glaube, die Kühe fühlen sich bei mir nicht wohl. Die wollen alle raus. Nee, ich glaube, die wissen einfach, dass ich bei dem LP nicht Greenpeace bin und sie nicht unbedingt schützen muss. Apropos. Vor allem halten wir sie nicht in Massentierhaltung. Vor allem haben wir nicht mal welche. Eben gerade, weil wir sie nicht in Massentierhaltung halten wollen. Apropos, Kühe, es wird mal wieder Zeit zu schlachten. Nein. Lol, das sind aber weniger. Nein, es wird eher mal wieder Zeit zu vögeln. Fick, 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 fick. Also deine Ausdrucksweise lässt für ein Let's Play wirklich zu wünschen übrig, gerade mal. Ja, so gehört sich das. 1, 2, 3. Jetzt sitze ich hier wieder ewig dran, die Decke auszuhöhlen bei meinem Lager. Das ist natürlich auch schön. Wofür ich insgesamt noch eine halbe Stunde Zeit habe. Ich habe einen Slime gefunden. Geil. Zwei sogar. Mit. Ich glaube, hier kam der Moment, warum mir meine Tonspur verdattelt ist, weil. Hier habe ich nämlich geguckt, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Und ja, naja, gut, da bin ich nicht mehr in mein Minecraft-Spiel reingekommen. War ein bisschen doof. Naja, gut. Ich muss mal, apropos, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Platz habe ich jetzt eigentlich noch? Jetzt kann ich ja gefahrlos gucken. Ja. Ah, passt doch. Ich frage mich, warum ich gestern auf einmal so wenig Platz hatte. Weil jetzt passt's ja. Hä? Ja, hört ihr? Das sind meine... Das waren meine Versuche, hier wieder raufzukommen. War einfach jetzt total bescheuert. Naja. Gut, jetzt kann ich im Prinzip la 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 singen, weil es passiert ja eh nichts mehr. Naja, gut. Das war einfach total bekloppt. Aber egal. Gut. Wie gesagt, ich frag mich, warum ich hier so wenig Platz hatte. Auf meiner Systempartition. Denn Outer City
legt ja dummerweise immer eine Backup-Datei auf C an. Ich frag mich, ob man das irgendwie umgehen kann. Seht ihr? Das war auch einer von meinen Versuchen, da irgendwas zu dazu was zu versuchen. Fünf Skelette gleichzeitig, also das habe ich auch noch nicht geschafft. Ugh.